So, komm mal rein jetzt hier, fahr da rein, Mann! Thorsten, du stehst doch schon so, fahr doch einfach rein. Ja, hier, wir gucken einfach mal ganz kurz hier rum, ne? Das ist hier schon so ein bisschen hoch, wo wir sind. Da muss was tun hier, der Bursche. So, Leute, Alter, geil. 8R, Mais ballern, schieben, also auch ballern. Also hier, geht richtig los hier jetzt. Kollegen hier gerade abgelöst. Jetzt geht das hier rund. Hier haben wir den ersten Kandidaten, Joholland T7 275 HD, Schütemarker Siva 720 mit Mais, ja. Und los, würde ich sagen. Direkt reingehen. Weg mit dem Scheiß, das muss hier alles nach oben. So, was habe ich hier? 8400R, ihr kennt das Schätzchen. Dickes Schild vorne vor. Hinten eine Saphir Silo Walze. Gucken wir mal hier. So, ich habe übrigens Unterstützung. Unseren alten Radlader. Ja, alt, ja doch, mittlerweile kann man schon fast von alt reden. New Holland W170C. So. Da kommt gleich schon wieder der nächste. Da geht hier ein nach dem anderen. Geht hier so durch. Thorsten, moin, Alter! Ah, das ist. Da muss was tun hier, der Bursche. Aber wir haben 450 PS. Wir können auch was tun. Wir sind mit zwei Ketten hier am Häckseln. Ein 10-Reiher, ein 12-Reiher. Einmal John Deere 9800i. Ihr kennt das vielleicht schon, das Schätzchen von meinem Instagram-Kanal. Oder auch aus dem Let's Drive 250 beim Maishäckseln. Und das andere, die andere Kolonne, New Holland FR 700. Den haben wir uns den schon mal angeguckt? Ich weiß gerade gar nicht. Ja doch, irgendwo haben wir den noch schon mal gesehen. Doch, genau, hier, klar. Let's Drive 6250 im Gras häckseln, Gras abfahren. Also, ich bin abgefahren, der FR, der hat gehäckselt. Genau, so war das. Ja, so. Und jetzt kommt hier ein Wagen nach dem anderen. Ich habe heute Morgen selber mit abgefahren. Oder gestern auch, also die letzten zwei Tage, kann man sagen. Und jetzt heute Abend war einer über. So, komm mal rein jetzt hier, fahr da rein, Mann! Thorsten, du stehst doch schon so, fahr doch einfach rein. Mir ist das egal, ich kack das einfach ab. Ja, und ich mach, dass das verschwindet. Ja, wir sind hier immer noch am Anfang der Kampagne, aber es geht hier gut zur Sache. Muss man sagen. Doch, doch. Muss hier so ein bisschen konzentrieren. Nee, muss ich nicht. Hier. So, den Kollegen kennt ihr auch. 6210R vom Gülle zu bringen. Let's Drive Dingets. Straubmann Gigatrailer. Auch schon gesehen. Vom Grashäckseln. Also im Gras abfahren. Aus dem Video. Und jetzt geht das hier ein nach dem anderen nach oben. Schieben, schieben, schieben. Ich drehe mich zwischendurch immer mal ein bisschen um, damit ihr auch mal ein bisschen seht. Da vorne steht übrigens mein, ja mein, aber der 6250R, mit dem ich jetzt hier unterwegs war, ursprünglich, oh, bis vorhin. Der bleibt jetzt hier stehen bis heute Abend, dann fahre ich damit wieder zum Platz. Weil der Kollege, den ich jetzt hier abgelöst habe, der hat sein eigenes Auto hier hingestellt, weil die Schiebeschlepper, ist klar, die bleiben hier abends stehen. Die müssen ja nicht nach Hause dann. Und deswegen, und ich muss dann ja auch irgendwie nach Hause, deswegen bleibt mein Trecker hier stehen. Ein Fahrzeug nämlich über in der ganzen Kolonne.
Dann haben wir gesagt, komm, dann bleib ich hier, kann ein bisschen schieben. Und der Kollege kann seinen Termin wahrnehmen. Und alle sind glücklich. Ich kann hier ein bisschen schieben, ich kann ein bisschen Schabernack treiben. Ist doch alles easy, würde ich sagen. Jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu weit hier rauskommen mit unserer ganzen Geschichte. Deswegen schiebe ich jetzt hier noch mal einmal mehr lang. Langsam und stetig. Wie die Wurst sich da vorne hochrollt. Habt ihr das gesehen? Geil. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen verdichtet gewesen. Deswegen rollt sich das denn so lustig auf. So, das ist hier, das geht hier so Hand in Hand hier mit uns beiden. Fein, fein, fein. Ja, hier, wir gucken einfach mal ganz kurz hier rum. Ne? Das ist hier schon so ein bisschen hoch, wo wir sind. Schon so ein bisschen sehr hoch. So, was macht er? Er fährt dahin, okay. So, jetzt. Ja, kack mal einen ab hier, Alter. Hui. Kleiner Ruckel hier. Was soll das denn? Zeig dir mit dem Mittelfinger. Frechheit. Das sind Kollegen hier, Leute. Meint ihr, ist jetzt was Besseres hier oder was? Den kriege ich schon noch. Ich sitze hier am längeren Hebel jetzt. Wenn ich das will, dann fährt er hier gleich nirgendwo mehr hin. Der liegt ja gleich mit seinem Trecker da in der Lagune drin. Kann er sehen, wie er da rauskommt. Ich helfe ihm da nicht raus. Ja, Freundchen. So, dann wollen wir doch mal hier einen hochzimmern. Übrigens, ich fahre das Ganze hier E23 Getriebe, ne? Wer es noch kennt, hat sich natürlich nicht geändert, ist ja klar. Aber ich fahre das ganze Schätzchen hier auf Automatik, weil ich meine Hand für den Joystick hier brauche, um mein Schild vorne zu bedienen. Beziehungsweise die Fronthydraulik. Und das haben wir alles auf den kleinen Kreuzhebel draufgelegt. Da kann man nämlich schön dosiert und schön elegant mitarbeiten dann. Da haben wir noch so ein paar Funktionen, Klappen, Schild, ne? Zwei Zylinder vorne, man sieht's. Einmal Zylinder rechts, Zylinder links. So, das ist sonst ein bisschen zu viel. Deswegen nehmen wir das mal so halb auf der Ecke hier. Nicht ganz schön, aber das geht. So, jetzt ist die Kunst hier immer nach außen was hinzufördern. Um keine komischen Löcher hier entstehen zu lassen. Aber Freunde, ich sag euch, ich mache das nicht zum ersten Mal. Ich bin quasi von Haus aus Haufenbauer. Bei uns zu Hause haben wir so einen riesengroßen, fetten Haufen mit Hähnchenmist gemacht. Wie so ein Fahrsilo hier. Das ging richtig vorwärts. Hat er jetzt vor? Ja, lass ihn da mal hinkippen. Mir scheißegal. Ich schieb das hier alles weg. Schieben wir hier nochmal mit was weg. Und auch gleich einfach mal eine so eine Ladung hier richtig schön in die Mitte feuern. Hier auch schon ziemliches Loch drin ist. Aber das haben wir auch ganz schnell wieder voll. Dann wupp und zack und fertig. Oh, er liegt da ab. Das passt schon. So, sorry, wenn ich hier zwischendurch mal doch ein paar hektische Kopfbewegungen mache. Ich hatte es mir vorgenommen, nicht zu machen oder langsam, aber das ist ja immer so. Man hat immer Ideen und Vorhaben und alles, aber sobald das in die Tat umgesetzt wird, sieht das wieder mal ein bisschen anders aus. Oh, was machen wir jetzt? So, ich wollte hier eigentlich nochmal lang. Klappt mal ein bisschen mein Schild ein und dann fahren wir hier mal ein bisschen
dichter an der Kante entlang. Soll ja auch alles fest werden hier, nicht? Das ist auch nichts für jedermann, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder jeder Frau. Und es fängt an zu regnen. Auch sehr geil, muss ich sagen. Ich freue mich. Habe ich richtig Bock jetzt drauf, im Regen hier Mais zu schieben. Aber ich mache das hier schon. Ja, Freunde. Ich werde, glaube ich, gleich nochmal ein kleines Video von außen. Obwohl, nee, gleich kommt hier noch ein Kollege. Den können wir uns nochmal angucken. 6:50 Uhr, unser, in Anführungsstrichen, Alter. Wir haben zwei Stück davon jetzt gerade laufen. Einer auf Miete, einer ist unserer. Den kennt ihr ja auch schon. Vorne mit dem Agri-Bumper. Gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Aber erstmal müssen wir die olle Mulde da gleich verteilen. Hier noch ein bisschen an der Kante langwalzen. Ja, wie ich schon gerade sagte, ich fahre den Trecker auf Automatik, damit ich hier meine Hände frei habe. Das geht echt super für diesen Zweck hier, muss ich einfach sagen. Da schaltet er mir persönlich auch schnell genug. Da habe ich beim Ackern eher Probleme mit, dass mir das nicht schnell genug geht. Aber hier muss ich ganz klar sagen, das ist in Ordnung. Da kann man super mit arbeiten. So. Da fährt sich schon fast wie so ein Stufenloser dadurch. Hundertprozentig. Ja, so, wir müssen gleich nochmal einen kleinen Gulli hier eben bedecken mit Material. Aber erstmal muss das Material hier weg. Ja, das lasse ich jetzt hier einfach in der Mitte liegen und fertig. Hier muss ja auch zwischendurch mal was hin. Hauptsache, wir beide sind uns hier einig. So, Freunde, ich mache nachher nochmal eine Außenaufnahme und ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal, dieses kleine Video hier. Mal gucken, ob es nochmal eins mehr gibt. Aber hier ist gerade ein bisschen Action, das wollte ich euch mal eben zeigen. Ich würde sagen, ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, Leute, ich habe ja gesagt, wir machen noch einen kleinen Walkaround um die Maschine. Ihr seht, es ist Nacht, alle sind weg. Ich habe jetzt tatsächlich gerade mal Zeit, um hier einmal rumzugehen. Schild ist hier Marke Eigenbau, zwei ganz kleine Zylinder zum Klappen. So, irgendwie gelötet hier alles zusammengebraten. Ja, zusammengebraten. Nee, das ist schon, das klappt schon damit. Das ist auch schon ein bisschen was älter. Und es ist ja immer noch, hat immer noch Bestand. Ja, Licht kann der Trecker auf jeden Fall, würde ich sagen. So, mit der dicken, fetten Fronthydraulik, da passiert auch nicht so ganz schnell was. Die hat echt, die ist auf jeden Fall stabil und schwer und alles. Ja, gefahren wird die Maschine mit Zwilling hinten. Und dann haben wir hier noch unsere Silowalze von Saphir. Hat vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen, irgendwo, also nicht bei uns, aber irgendwo anders. Hier an der Seite haben wir noch so einen Ausleger, um die Kanten seitlich quasi anzudrücken nochmal. Das ganze Ding hier ist verschiebbar. Ja, warte, ich gehe mal hier rum. So, diesen ganzen Rahmen hier, das ganze Ding hier kann man einmal so zu der Seite, also nach rechts rüber schieben. Dann kann man die ganze Silowalze quasi nach rechts rüber und dann hat man rechts fein die Möglichkeit, das richtig schön anzudrücken. Zur anderen Seite geht nicht, macht aber auch keinen Sinn, weil nur an der Seite ist der Ausleger. Dann müsste man beidseitig einen Ausleger haben, dann kann man rechts, links schieben, keine Ahnung. Das wird vielleicht auch noch funktionieren. Ja, Leute, ich werde mir mein Abfahrgefährt hier wieder schnappen. Ja, ist ganz dunkel hier. Und dann werde ich jetzt auch Feierabend machen. Den Öckel lasse ich hier stehen. Dann geht morgen weiter. Komm, wir gehen noch mal ganz kurz
Können wir mal ganz kurz hier hingehen. Weil wir sind hier nämlich auch gleich tatsächlich am Ende angekommen. Oh ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof hier ohne Licht, aber sag mal, da und da hinten, das ist quasi irgendwo so die Soll-Linie, die wir nachher kriegen sollen. Und man sieht es jetzt vielleicht ein bisschen schlecht, aber wir sind da schon fast. Also morgen wird noch ein bisschen da reingefahren. Ich weiß auch gar nicht, ob wir den ganzen Tag überhaupt noch damit zu tun haben. Zumindest auf der Anlage, dann geht's zum nächsten. Da sind wir ja nicht so. Und mit einer Kette dann auch nur noch, weil das wird nachher ja stressig genug für den Walzfahrer, wenn das immer steiler hoch, immer steiler hoch geht. Deswegen, nur mit einer Maschine wechseln, dann passt das schon. So, auf jeden Fall, würde ich sagen. Haltet die Ohren steif. Ich mache Feierabend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!